seht schon, das Teil der Begierde, um das es jetzt gleich geht, das wurde gebaut von Jeanette Müller. Und das ging durch die Presse, ich weiß nicht, ob ihr das bei Facebook auch verfolgt habt. Es ist echt ein sehr, sehr cooles Teil. Und ich hoffe, Jeanette wird uns alles darüber erzählen, wie das entstanden ist und warum da ein PlayStation-Controller dran ist. Das ist sehr geil. Ich würde sagen, einen Riesenapplaus für den Vortrag Two and a Half Rover von und mit Jeanette Müller! Danke. Wow. Ja, die NASA, die ESA sind hier nicht vor Ort, deswegen haben die sehr, sehr große Fußstapfen hinterlassen und ich dachte, ich bringe euch ein wenig Science zu der Fiktion auf die Bühne. Und mein erster Vortrag, ich bin höllisch nervös, nehmt es mir also bitte nicht krumm, wenn ich ein bisschen schnell verfasere. der Vortrag Two and a Half Rover soll euch ein wenig durch die Entwicklung dieses kleinen Spielzeugs, RC-Spielzeug führen, aber eigentlich ein großes Paket der echten Mars-Science vermitteln, sodass ihr auf der nächsten Party ein wenig punkten könntet. Nessie hat es schon angesprochen, ich hatte das gar nicht auf der Liste, den Rover steuere ich mit dem PlayStation-Controller, weil das war für mich einfacher. Ich lege den jetzt aber weg, weil ich habe hier drei Dinge in der Hand, das ist ein bisschen viel. So, Two and a Half Rover, warum der Vortrag so heißt, darauf komme ich später noch. Eigentlich soll es um die fahrbaren Mars-Missionen gehen. Es gibt ja inzwischen ein paar Missionen, die es rüber geschafft haben. Von 49 Missionen, die zum Mars gestartet sind, haben es nur 14 überlebt. Also 14 haben überhaupt den Boden erreicht und konnten Hallo sagen. Alle anderen sind zwischendrin gestorben, deswegen wurde der Mars lange Zeit als Pechplanet bezeichnet. Aber diese hier, beziehungsweise Kopien davon, haben es immerhin geschafft. Vorne klein, das Sojourner, eine kleine Tech-Demo, die als erstes gestartet ist und 1996 schon dort war. Links hinten haben wir Spirit, respektive Opportunity, zwei baugleiche Rover und rechts Curiosity. Es gibt noch kein Partnerbild, wo quasi alle fünf zusammen wären. Perseverance, der neueste Rover, der erst im Februar gelandet ist, so neu ist, dass, naja, Gruppenfotos waren dann noch ein bisschen schwierig und es gibt auch, glaube ich, soweit ich weiß, keine 1:1 Kopie auf der Erde, mit dem man so ein Gruppenfoto erstellen kann. Aber um diese Maschinen soll es jetzt nur nach und nach gehen. Weniger um den Mars selbst, sondern mehr um die Technik, die dort rumfährt. Aber wir müssen erstmal über den Elefantenraum reden. Percy. Auch hier gleich mal zum Wording. Wenn ich von Percy rede, meine ich sie hier. Übrigens, sie, alle Mars-Rover sind weiblich. Also so wie, das, wie man das bei Schiffen macht. Percy ist also mein Modell. Wenn ich von Perseverance rede, meine ich das echte, den echten Mars-Rover, der auf dem Mars steht. Ja. Während 2020 ein Freund von mir auf Instagram die Medien vollgeschrieben hat, dass demnächst ein neuer Mars-Rover startet und das war auch so ungefähr um das Datum herum, als die Atlas V-Rakete mit Perseverance gestartet ist, hat er mich doch angehauen, man könnte doch auch mal was in diese Richtung bauen. Ich baue ja Modelle, ihr habt es vielleicht in einem Ausstellungsbereich gesehen, die Raumschiffe von The Expanse. In dieser Zeit habe ich mich mit einem vierbeinigen Laufroboter beschäftigt namens Tachikoma. Der ein oder andere kennt es vielleicht aus der Serie Ghost in the Shell, Standalone Complex. Da bin ich allerdings an physikalische Hürden gestoßen, die ich nur mit Geld hätte erschlagen können und das Geld war dann doch irgendwann ein bisschen knapp. Aber ich habe es halt geschrieben, so vielleicht kann man ja mal so einen Rover bauen, das war halt im August 2020. Weil um Weihnachten herum habe ich das Tachikoma-Projekt dann erstmal vorerst beendet und überlegt, so irgendwas Neues müsste man ja mal machen. Und wie man hier an den Rädern schon sieht, die haben so eine schicke kleine Welle oben drauf. Wer sich ein bisschen mit CAD-Software auskennt, die ist etwas zickig, wenn es um organische Formen geht, außer die Software ist speziell dafür geschrieben.
Die mag es lieber, wenn man klare Kanten hat, klare Maße, aber organische Form wird ein bisschen schwieriger. Also habe ich mich mal an einem gelangweilten Endfebruartag hingesetzt und ausprobiert, ob ich diese Welle denn hinkonstruieren kriege. Das war während eines Track-Dinners, war eigentlich ganz witzig, währenddessen quatschen mit den Kollegen aus Stuttgart. Und währenddessen habe ich hier anhand der Fotos, hier eins als Beispiel, versucht, diese Welle zu konstruieren. Und 4 Stunden später sah das Rad dann auch mal so aus. Man kennt das, wenn man mal angefangen hat dann, und die Möglichkeiten hat, dann will man so ein Produkt auch gerne mal in die Hand nehmen und nach ein paar, wie würde Bob Ross sagen, happy little accidents, hatte ich dann auch endlich irgendwann mal ein Rad in der Hand, 3D gedruckt, alles aus Hartplastik damals noch. Und innerhalb der ersten 5 Wochen habe ich so ziemlich jedes Rad dann geschrottet. Unter anderem auf die Art und Weise, wie man links unten sieht, nämlich diese schönen, hübschen Speichen sehen zwar originalgetreu aus, sind aber alles andere als stabil. Ja, und dann verselbstständigt sich so ein Produkt. Man kann noch die Radhalterung bauen, das ist jetzt hier diese hübschen drehbaren Elemente für die vorderen und die hinteren Räder, damit er sich auf 6 Rädern auf der Stelle drehen kann. Und hab ich schon angefangen, die weiteren Teile zu konstruieren. Oben in der Mitte, bei dem bläulichen Teil, sieht man diese Aussparung, dieses graue Element. Da steckt zum Beispiel der Servo drin, der dieses Rad dann um sich selbst drehen lässt als Lenkung. Alles muss man sich selber zusammensuchen. Die NASA gibt keine technischen Dokumente raus, also technische Dokumente schon, aber keine 3D-Zeichnung. Wäre ja auch zu einfach. Aber die NASA hat gelernt aus den 70er Jahren von dem deutschen NASA-Hack, dass es nicht so geil ist, CAD-Software und CAD-Daten ins Internet zu stellen, weil dann kopieren es die Russen sofort. Sieht man ja, hat man dann an dem Buran- und Energia-Projekt gesehen mit dem russischen Space Shuttle. Also muss ich mir das alles selbst erarbeiten anhand von Fotos. Die einzige Vorgabe, die ich allerdings hatte, waren die Informationen, welches Durchmesser die Räder haben, nämlich 52,5 cm. Und alles andere darfst du dir dann selber ausrechnen anhand von Fotos, die der Rover selbst von sich gemacht hat. Ja, Projekt nimmt langsam Form an. Die paar gekaufte Aluminiumstreben für mehr Stabilität und ansonsten sehr viel 3D-Druck. Ich habe sehr viel vor dem Drucker gesessen und zugeguckt, wie er die Teile nach und nach ausspuckt. Ich habe nur einen, hat also länger gedauert, man kann das nicht so parallelisieren. Und nach 26 Tagen nur von der Idee, ich könnte ja mal dieses Rad konstruieren, bis er das erste Mal durch mein Büro gerollt ist. Aber da fängt der Spaß ja erst an, weil die ganzen klitzekleinen Details, die außen dran kleben, da fragt man sich dann schon, was ist das alles? Wozu ist das gut? Und wozu wird es gebraucht? Ich habe zum Beispiel am Anfang gedacht, dass die Radhalterung, also diese Strebe hier oben in der Mitte, dass die ein Gelenk ist, das man steuern könnte, sodass der Rover in seiner Höhe justiert werden könnte. Ist nicht. Es ist ein Gelenk, das dafür sorgt, dass die Räder während des Transports oben sind, wird dann einfach aufgemacht, die Räder fallen ganz unschmuck herunter, arretieren sich und bleiben dann für immer so. Keine Federung, keine Erhöhung, kein gar nichts. Muss also dafür ausreichen. Aber ich habe mir, ich glaube, 2 Wochen lang einen Kopf gemacht, wie ich dieses Gelenk hinkriege mit irgendwelchen Pneumatikelementen, die man verbauen könnte. Krankt dann natürlich an Kosten, an Platz und Energieaufwand, der in so einem kleinen Rover steckt. Und habe ich dann einfach gesteckt und gesagt so, ja, dann lasse ich es halt weg. Wozu brauche ich denn die Erhöhung? Ja, einen Monat später rausgekriegt, nee, da ist kein Motor drin. Das passiert nur einmal und dann ist das Thema erledigt. Ähnlich wie der Motor, der den Turm aufrichtet. Das ist ein Motor, der nur exakt einmal benutzt wird. Turm aufrichten, arretieren, Thema erledigt. Also so würde man sich ja gerne sparen, aber es geht nicht ohne, weil sonst so viel Platz hat man nicht. Hier sieht man jetzt schon ein sehr, sehr weit fortgeschrittenes CAD-Modell, das so nach und nach entstanden ist. Wenn man sich das so anguckt, super viele Details. Und wenn ich das jetzt so sehe, mir jemand sagt, ich soll das nachbauen, würde ich sagen, nee, lass mal. Nein, das ist viel zu viel Aufwand.
Aber wenn man halt mit Kleinscheiß anfängt und dann immer wieder Teile kopiert, dann kopiert man die Räder rum und dann nach und nach füllt sich das Bild und dann wird's irgendwie, dann macht's immer mehr Spaß, weil man sieht, wie so ein Projekt zum Leben erweckt werden kann und jetzt hier auf der Bühne bei euch steht. Aber lass uns mal angucken, was die NASA denn tatsächlich auf den Mars geschickt hat. Denn Perseverance war nicht die erste Idee eines Mars Rovers, den ich konstruieren könnte. Ich hätte auch Sojourner bauen können, der tatsächlich ein halbes Kilo leichter ist als diese Kiste hier, aber praktisch gleich groß. Aber Sojourner, 97 gelandet, 97 aktiv, ist ja im Endeffekt nur eine goldene Kiste mit einer Solarplatte oben drauf. Und zwei Sensoren, ein Element, mit dem man Stein analysieren kann, an seinem Hinterteil. Also wenn man den Rover sieht, wie er diesen Sensor irgendwo hinhält in die Kamera, dann so, wisst ihr, das ist sein Hinterteil. Er zeigt euch ständig sein Popo. Und er hat einen Abriebssensor in den Rädern. Der kann mit dem Fahrgestell so nah am Stein heranfahren, dass das vordere Rad sich quasi am Stein hochkratzt. Und dann lassen sie das Rad weiter drehen und schauen, wie viel Abrieb erzeugt wird und können dadurch quasi graben. Graben, was 1997 halt so graben war. Was heutzutage ja bei den großen Rovern, die große Bohrmaschinen mitbringen, da macht das ja deutlich mehr Spaß. Aber damals musste man sich mit dem begnügen, was man zur Verfügung hat. Denn das ganze Ding war eigentlich ausgelegt als Tech-Demo, einfach nur mal zu gucken, kann man auf dem Mars überhaupt fahren oder versinkt man? Ähnlich wie man damals beim Mond dachte, die Astronauten würden aus ihrer Kapsel steigen und sofort im Sand verschwinden. Für 7 Tage war die Tech-Demo ausgelegt, 84 hat er dann überlebt, 84 Tage. Dann kam so langsam der Mars-Winter und das bedeutet weniger Sonnenlicht und vor allem mehr Kälte. Und diese Maschinen hier sind alle darauf ausgelegt, durch Solarenergie den Strom zu erzeugen und damit sehr unpraktikabel, aber durch Strom wieder Wärme zu erzeugen, dass die Batterien aufgewärmt werden. Wenn aber nicht genug Strom reinkommt, wenn Sand und Staub oben drauf liegt, und es reicht nur ein Müh, also wirklich nur so ein bisschen Staub oben drüber, dann reicht das schon, dass die Kiste irgendwie anfängt zu zicken. Und wenn dann auch noch der marsianische Winter eintritt und die Sonne ein wenig querer steht als im Sommer eben, dann reicht es nicht mehr aus und die beiden Maschinen, die Mission Pathfinder, die große, und der Sojourner selbst sind dann einfach daran gestorben, dass sie in Unterkühlung verendet sind, leider. Aber es gab immerhin die Möglichkeit, größere Maschinen hinzubringen, aber wenn nicht gerade ein gestrandeter Astronaut ihn ausgräbt, liegt er immer noch im Ares Wallis und vielleicht mag der eine oder andere irgendwann mal in den Medien erleben, wie Elon Musk da drüben rumläuft und ein Memorial Station draus macht. Wäre doch eigentlich ganz schick. Hier sieht man schon im Vergleich, also im direkten Vergleich, ähnlich wie im Startbild, die Größenunterschiede. Das im Hintergrund ist Sojourner, Spirit oder Opportunity. Die beiden Rover sind baugleich und 185 Kilo schwer. Im Vergleich zu dem Sojourner, der 11,5 Kilo schwer ist und eben ein echtes Leichtgewicht ist. Die 12 Kilo da durch die Gegend zu tragen, macht auf Dauer auch keinen Spaß, sag ich euch. Dann hat die NASA entschieden, wir müssen jetzt mal so richtig Wissenschaft auf dem Mars machen und jetzt haben wir auch so halbwegs raus, wie das mit der Landung funktioniert, damit die Maschinen nicht immer kaputt gehen, wenn sie aufschlagen. Aber sie wollten kein Risiko eingehen und haben direkt entschieden, wir bauen uns zwei und benutzen das selbe Zeitfenster, sie rüberzuschicken und sie zeitgleich zu benutzen, nur an verschiedenen Orten. Das ist dann eben MERA, das Mars verdammt, ihr kennt das. Also MER A und B für die beiden Rover. Jetzt habe ich die Abkürzung vergessen, aber so ist das halt manchmal. Bitte? Ich dachte, E für Exploration.
Mars Exploration Rover, dankeschön. Genau. Also Typ A und Typ B. Die beiden waren ausgelegt für 90 Tage. NASA sagt immer so, das ist das Minimum, das ist das, was wir auf jeden Fall erreichen müssen. Alles darüber hinaus ist Bonus. Bonus hat die NASA gekriegt. Die waren so konservativ mit allem, was sie in diese Rover reingesteckt haben. Alles musste so absolut rock solid sein. Es musste so selbst die übelsten Widrigkeiten überstehen. Ja, das Ergebnis. Der Spirit war 6 Jahre unterwegs und hat uns etliche Bilder mitgebracht, bevor er in einem Sandkasten festsaß, wo er nicht besonders viel Sonnenlicht gekriegt hat und dann leider irgendwann ausgegangen ist. Und Opportunity, der ganze 14 Jahre durch die Gegend gecruised ist und wahnsinnig coole Panorama vom Mars mitgebracht hat und diverse andere Erkenntnisse, die ihr woanders nachlesen könnt. Dieser Rover, diese beiden Rover waren die ersten, die so richtig einen Greifarm hatten. Den sieht man jetzt in diesem Konzeptbild, also in dieser Montage hier noch nicht. Aber er hatte vorne einen kleinen Greifer, ungefähr die Länge von 30, 40 Zentimetern, mit dem er schon so ein bisschen kratzen konnte, ein bisschen bohren konnte, aber es war halt so Minimalausstattung. Hier mal so die Landeeinheit, mit dem man landet. Alleine die hier wiegt 348 Kilo und das ist eigentlich nur diese Platte, die Motoren hat, um die Seiten auszuklappen. Also es ist ein vierseitiger Würfel im Endeffekt. Und außen, man sieht es hier schön zusammengeknautscht, die Luftballons, mit denen das gelandet ist. Oder auf denen das gelandet ist. Da gab es noch nicht dieses fancy Skycrane-Manöver. Deswegen brauchte man eben diese Platte und die schweren Motoren, die die Klappen aufmachen und so weiter. So viel zusätzliches Gewicht für einen Rover, der 185 Kilo wiegt. Ganz schön viel verschwendetes Gewicht, das man woanders nutzen könnte. Aber wie kommt man denn jetzt eigentlich konkret zum Mars? Percy, ich meinte zum Mars, nicht auf Mars. Ja, kleiner Gag am Rande, er hat Mars gefunden, es hat ihm geschmeckt. So, lass uns das mal angucken. Die Sonde kommt am Mars an nach 8 Monaten Reisezeit und rauscht durch die Atmosphäre, technische Daten folgen später noch, wird abgebremst und relativ schmucklos abgeworfen. Und das sieht jetzt sehr fancy aus und total bekloppt eigentlich so, das macht überhaupt keinen Sinn, warum springt das Ding so hoch? Ja, Drittel der Anziehungskraft. Jedes Kilo hier sind nur 300 irgendwas Gramm drüben, also da kann man schon was machen. Und wenn man dann hier diese, effektiv sind es jetzt noch runde 500 Kilo abwirft, dann sind es halt nur 100 irgendwas zerquetschte und die bouncen dann durch die Gegend. 28 Mal, 28 Aufschläge hat er mitgemacht und sich dabei 1,2 Kilometer weit bewegt. Also, wow, hätte man sich auch sparen können. Aber damals ging es noch nicht besser. Ja. Jetzt kommen wir zu den richtig großen Maschinen. Der vierte Mars Rover, der es von der NASA geschafft hat, rüberzukommen und überhaupt der vierte Rover der NASA überhaupt war. Übrigens, die Russen haben es in den 70ern zweimal versucht. Die erste Kapsel ist beim Eintritt in die Atmosphäre, hat sie noch gesagt so, hey, ich bin jetzt beim Mars, ich gehe mal runter. Danach Sende, Pause, so, ging halt nichts mehr. Die zweite Landeeinheit konnte landen. Aber bevor der russische Rover rausfahren konnte, beziehungsweise der hatte damals keine Räder, sondern Kufen. Er hat quasi seinen Bauch als drittes Bein benutzt und die Kufen, um immer einen Schritt weiter vorzugehen, der konnte nicht released werden. Also die Landeeinheit hat sich dann auch schon verabschiedet, bevor der Rover aktiviert werden konnte. Es wäre faszinierend gewesen, Rover-Mission schon in den 70ern zu sehen, dann wären wir heute vielleicht schon viel weiter. Nun, Curiosity hat es 2012 auf dem Mars geschafft und war die Sensation überhaupt. Gestartet mit der Atlas V von Cape Canaveral. Auch hier das klassische Hohmann-Transferfenster, das bedeutet 8 Monate Reisezeit, ansonsten sind die Bahnen von Erde und Mars zu unpraktisch und brauchen zu lang.
Nach 8 Monaten kommt er an mit einer Geschwindigkeit von 20.880 Stundenkilometer. Das ist, sind schon wieder Maße, wo man sich, da kann man schon wieder gar nicht mehr drüber nachdenken. Das, das wird einem gar nicht bildlich klar. Aber ich habe euch alle Geschwindigkeitsangaben auf kmh umgerechnet, weil mit Metern pro Sekunde kann man auch nicht so richtig was anfangen, oder? Pro Sekunde ist jetzt beginnt der Eintritt in die Atmosphäre. Und hier gibt es ein paar Klitzekleinigkeiten, die nirgendwo berichtet werden und die ich auch erst durch relativ viel Recherche rausgekriegt habe, durch Zufall, a little accident. Denn hier fallen erstmal so Steuerungselemente ab, die für die Navigation nötig sind. Und das Hitzeschild wird über 1000 Grad heiß, wie ihr mitlesen könnt. Aber es gibt Schockwellen, die über 3700 Grad heiß sind. Bei Curiosity ist die heißeste Welle 3726 Grad. Das sind aber nur so Schockwellen, die entstehen durch den Überschall, den diese Kapsel in dem Moment ja noch hatte, 20.000 Stundenkilometer. Und erzeugt jetzt einen Bremsschub von 12 G. Man kennt diese Geschwindigkeiten von Kampfflugzeugen und so weiter, wenn also richtig, richtig gute Kampfpiloten, die machen so 9 G noch mit und dann ist dann langsam auch mal Sense. Bei 10 G, das macht dann vielleicht noch so ein oder zwei Leute mit, aber die sind dann vielleicht noch wach, aber die können nichts mehr bedienen. Auch man hat das Zehnfache vom Eigengewicht, man kann keine Knöpfe mehr drücken. Die Kapsel musste das jetzt aushalten, genau das, nur halt rückwärts im Rücken liegend und bewegt sich auf den Mars zu. Ja. Und jetzt diese kleinen Knubbelchen, die da wegfallen. Die Kapsel muss sich ausrichten, damit sie während der Landung gesteuert werden kann. Dafür gibt es 6 Gewichte, die je 25 Kilo schwer sind. Und jetzt, wenn die Kapsel ausgerichtet sind, will man die nicht mehr mit sich tragen, wäre alles ein bisschen blöd, weil die muss man ja dann auch noch bremsen. Also schmeißt man die ab mit 1440 Stundenkilometer. Die sind dann mit eben jener Geschwindigkeit im Mount Sharp eingeschlagen und sind immer noch auf Satellitenbildern gut zu erkennen. Weil bei der Geschwindigkeit, 25 Kilo, da will man nicht daneben sein. Jetzt ein großer kritischer Teil, der Fallschirm. Ein Fallschirm, der ausgelegt ist für Machgeschwindigkeiten bis 2,3 Mach. Je nachdem, wie die Atmosphäre in dem Moment gerade ist, ob da irgendwelche Stürme sind oder so. Atmosphäre beim Mars ist dünn, aber es gibt trotzdem Variationen, deswegen hat man da einen Puffer eingebaut. Mach 2,3 war der Fallschirm ausgelegt. Gebraucht hat er 1,7. Aber es ist der größte, jetzt mit Perseverance wahrscheinlich der zweite, aber der größte Überschallfallschirm, der je konstruiert wurde, mit über 21 Metern. Und es gibt fantastische Aufnahmen, wie sie diesen Fallschirm in einer Windkammer getestet haben. Und das sind wahrscheinlich die am besten aufgezeichneten Entfaltungen von einem Fallschirm, die je gemacht wurden. Auch weil sie ganz bewusst ihn mal zerfetzen wollten. Und die Aufnahmen davon lohnt sich auf jeden Fall, die mal zu googeln. Sowas sieht man selten, vor allem so in Zeitlupe, wenn dann die ganzen Fäden und die Flächen und so weiter sich so richtig schön zerlegen. Ansonsten sieht man das ja irgendwie nie. Wenn der Fallschirm nicht funktioniert, dann flattert es und dann klatscht und dann war es das. Ja. In dem Fall kann man das mal nachgucken. Jetzt beginnt ein sehr, sehr kritischer Teil, denn die Landeeinheit muss sich umgucken und schauen, wo man denn wirklich landet. Früher war es so, dass man so gesagt hat, wir nutzen die nördliche oder südliche Hemisphäre und schmeißen eine Sonde dahin ab. Da ist dieses ein Oval auf die Oberfläche gezeichnet. Das waren dann so im Rahmen von 300 Kilometern. Irgendwo innerhalb dieser 300 Kilometer wird die Kapsel runterkommen. Die NASA wollte mehr Präzision. Die wollten ja durch die Gegend fahren, aber das bedeutet dann auch wirklich ganz konkret, wir wollen uns etwas angucken. Und der Rover hat auch eine begrenzte Lebenszeit, er kann zwar durch die Gegend fahren, aber nicht ewig weit. Also muss man sich genau überlegen, wo man landet. Und das macht der Rover, beziehungsweise die Landeeinheit hier gerade komplett autonom.
Weil 13,5 Minuten Verzögerung zur Kommunikation zur Erde, da ist halt nichts mit Fernsteuerung. Entweder du kriegst es alleine hin oder du schlägst auf. Und dann muss die Landeeinheit sich halt eine Ecke suchen, die einerseits in dem Gebiet ist, wo die NASA sowieso hin wollte, und andererseits, die nicht zu rough ist, nicht zu gefährlich, weil ein großer Stein in der Mitte, den Rover mitten drauf setzen, dann schweben die Räder in der Luft oder der Rover ist generell Schrott, dann kommt man halt auch nicht weiter. Aber wenn das mal erfolgt ist, dann beginnt das Skycrane-Manöver, das eigentlich fancy, moderne Ding. 20 Meter über dem Boden, wird er abgesetzt an 3 Nylonseilen. Das vierte ist Strom und Kommunikation und so weiter. Und dann wird der Rover abgesetzt und der Skycrane fliegt weg und fliegt auch schmucklos irgendwo und schmiert ab. Kann man sich leider nicht angucken, denn die NASA ist hier auch wieder mal sehr konservativ. Die haben Angst, dass ihr Rover kaputt gehen könnte. Wäre ja auch doof, so 2 Milliarden in den Sand zu setzen. Ne? Also fährt man da nicht hin, weil im Zweifel, wenn die Landeeinheit auf dem Boden aufgeschlagen ist, dann liegen da Trümmerteile rum, die vielleicht auch etwas schärfer sind. Da zerstört man sich die Räder oder den Fallschirm, darf man sich auch nicht angucken, weil da könnte man sich ja drin verheddern. Komme ich später nochmal drauf, wenn wir fliegen wollen auf dem Mars. Hier mal so ein paar technische Daten, nur so, damit ihr mal endlich das Gefühl habt für die Größe, weil Percy ist quasi die unheilige Hochzeit zwischen Perseverance und Curiosity. Wenn ich mich bei der Konstruktion auf Fotos verlassen konnte, dann halt Fotos von einem Rover selbst, der von sich selbst gemacht hat. Und die einzigen Möglichkeiten, die er hat, sind Kameras, die entweder hier vorne dran sind, im Arm, den er natürlich ausklappen kann, und hier oben die Kameras, die im Kopf drin sind. Aber alles beides ist vorne. Er hat keine Möglichkeit, sich seinen eigenen Hintern anzugucken. Nach hinten gehen zwar Kameras weg, aber er kann sich sie nicht selbst sehen. Und das hat bei mir halt das Problem ausgelöst, dass ich nicht weiß, wie der hintere Teil wirklich aussieht. Die NASA postet zwar immer wieder Fotos von Entwicklungsfotos, wie er bei ihnen im Labor stand, aber da ist ein Haufen Scheiß dran, der später überhaupt nicht in der Mission dran ist, weil die Sachen halt dran geschraubt haben, einerseits zum Testen, einerseits zum irgendwas zu überprüfen. Während der ganzen Entwicklung war natürlich der Atomreaktor, der hinten dran hängt, nicht dran verbaut. Also da hat sich noch einiges verändert und entsprechend kann ich mich nicht drauf verlassen. Entsprechend ist bei Percy das hintere Teil das am wenigsten akkurate. Aber ich arbeite daran, dass das besser wird. Aber auch so nur von der Größe her. Ich bin jetzt hier mit 80 cm Länge und 75 Breite. Höhe habe ich jetzt gar nicht abgeschätzt. Was sind das? 50? Ja. Es ist halt, der Rover ist 1:4 gebaut. Das ist so groß, also das Original ist ungefähr so groß wie ein VW Polo, nur halt 1,5-mal so breit. Und das ist halt eine Größenordnung, wo man sich dann schon echt fragt, wieso braucht man das, diese Riesenkiste da drüben? Was will man damit eigentlich anstellen? Ja, 10 Instrumente, wissenschaftliche Instrumente, mit denen Analysen betrieben werden können, in dem Sand oder Gestein ausgegraben wird, in ein internes Labor verfrachtet wird und analysiert wird. Mannigfaltige Möglichkeiten, die NASA sich da ausgedacht hat. Kommen wir mal zur Danke. Hier so die unteren 2 Zeilen sind vielleicht noch interessant. 0,14 PS. Ja, man muss sich überlegen, wo soll die Energie herkommen? Ein Dieselmotor mitnehmen? Nee. Solar? Gar keine Solarpaneele. Also hat man den Reaktor. Und der Reaktor liefert nicht so sonderlich viel Energie, komme ich gleich noch drauf. Also muss man mit dem hausieren, was man hat, und das, wenn man wirklich 1:1 die Energie, 110 Watt, vom Reaktor nimmt und die umrechnet, kommt man genau auf 0,146 PS. Und 13,68 Meter die Stunde, da ist er nicht sonderlich schnell. Wenn man immer die Videos sieht, oder jetzt gerade die aktuellen Videos, wie Perseverance durch die völlig autonom auf dem Mars unterwegs war, dann das passiert alles sehr viel langsamer.
Stückchen fahren, Foto machen. Stückchen fahren, Foto machen. Wenn man das alles schön hintereinander schneidet, dann kommt ein lustiges Video mal raus. Aber naja, NASA ist genügsam, weil die Mars Rover für gewöhnlich nicht mehr als 6 Stunden am Tag benutzbar sind. In der restlichen Zeit müssen die Akkus geladen werden, weil der Reaktor nicht genug Strom liefert, um direkt betrieben zu werden. Also alles läuft über die Akkus. Hier nochmal ein Größenvergleich der Räder. Klein, mittel, ziemlich groß. Aber 52 cm im Durchmesser heißt nicht, dass sie stabil sind. Ganz im Gegenteil. Das ist eine Aluminiumlegierung, die 0,3 mm nur dick ist. Also ihr nehmt ein bisschen Küchenfolie, dann habt ihr schon mehr Material als mit dem, was die da drüben benutzen zum Rumfahren. Apropos Räder. Habt ihr euch mal gefragt, was diese komischen Löcher sollen? Das sind Morse-Signale. Das JPL schreibt die ganze Zeit JPL, JPL in Morse in den Sand. Jet Propulsion Laboratory ist das natürlich. Die haben den Rover im Grunde gebaut. Nicht alle Instrumente, die mitgeflogen sind, aber das Chassis und alles, was nötig ist, um ihn zu betreiben, kommt vom JPL. Diesen kleinen Spaß haben sie sich gegönnt, nicht nur einfach nur, weil sie es können, sondern es hilft auch zu messen, wie weit fährt der Rover gerade. Auf dem Mars hast du natürlich kein GPS und auch ansonsten relative Schwierigkeiten, genau zu erkennen, wo du bist und wie weit du dich bewegt hast. Man hat zwar Sensoren, wie schnell sich die Räder drehen, aber im Sand ist das immer so eine Sache, man schiebt halt im Zweifel Sand durch die Gegend und nicht sich selbst. Also sind die Marker, JPL-Marker, die im Sand liegen, rückwirkend, Kamera guckt nach Hause, also guckt nach hinten, dann kann man sehen, wie weit hat man sich dann wirklich bewegt, weil sie mit der Kamera sehr genau messen können, wie viel Abstand zwischen einem dieser Marker und dem nächsten ist, oder vorherigen vielmehr. Tja, Menschen, weil sie es können. Eigentlich ein little accident. Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, diese Bilder in dieser Art gibt es ja relativ viele. Immer eine gerade Strecke fahren, dann einen Donut, wieder eine Strecke fahren, wieder einen Donut und so weiter und so weiter. Das liegt daran, dass meistens bei einem Donut der Tag rum ist und der dort steht und wartet, bis die Akkus wieder geladen sind. Also er fährt schnurgerade, macht irgendwas, schläft eine Weile, wacht wieder auf, macht wieder die nächste Aktion. Die NASA fährt nicht, wie für gewöhnlich, mal von diesem autonomen Fahren, was sie jetzt gerade aktiviert haben, abgesehen. Die NASA fährt nicht wie ein Auto. Die lenken nicht einfach mal so ein bisschen links, ein bisschen rechts. Der Rover fährt ein Stück, dreht sich auf der Stelle, fährt wieder ein Stück. Es ist viel einfacher zu berechnen, wo der Mars Rover ist, wenn man genau weiß, er ist 3 Meter vorgefahren, ist dann um 12 Grad nach links und dann wiederum 10 Meter gefahren. Das lässt sich viel besser berechnen, dadurch weiß man viel genauer, wo er sich befindet. Außerdem, wenn er schlafen geht, beziehungsweise wenn er seine großen Instrumente ausschaltet, dann sendet er für gewöhnlich die Informationen, die er die letzte Zeit gesammelt hat, nach Hause. Also unsere Bilder, auf die wir immer so eifrig warten. Und dazu benutzt er die High-Gain-Antenne, die in der Mitte vom Rumpf ist. In der Mitte vom Rumpf hat das Problem, dass vorne der Kameraturm ist und hinten der Reaktor. Da steht halt Zeug im Weg. Und manchmal ist die Erde im Horizont relativ flach. Also dreht der Rover sich immer so seitlich, dass die Antenne Richtung Erde zeigt. Deswegen die vielen Donuts. Ja, NASA und konservative Berechnungen haben aber hier gezeigt, dass man hier nicht konservativ genug war. Die NASA hatte gedacht, dass diese Schäden, wie man sie hier rechts sieht, in den Rädern so nach 5-6 Jahren eintreten und nicht schon nach 2. Kleines Problem in der Berechnung, wie man fährt. Ich zeige euch das jetzt hier mal am Rover selbst. Die hinteren beiden Räder, also genau genommen ist es so, dass immer alle Räder gleich viel Gewicht auf den Boden bringen, egal was man anstellt. Wenn man hier in der Mitte das hochhebt, die anderen Räder gehen immer mit. Das
bleibt immer gleich. Es ist nicht so, dass wenn ein Auto irgendwie blöd steht, dass man nur Rad in der Luft hängt. Das passiert hier niemals. Aber wenn alle Motoren gleichzeitig denselben Drehmoment erzeugen und der Rover gerade versucht, über einen Stein drüber zu kommen, dann schieben die hinteren Räder das vordere Rad in den Stein rein und drücken im Zweifel spitze Kanten ins Blech. Und schon haben wir diese Löcher. Inzwischen hat die NASA ihr Steuerungsprogramm umgeschrieben, dass wenn er über einen Stein drüber will und man ihm das klar mitgibt, er macht ja nie was alleine, es ist immer jemand da, der aufpasst, dann drehen sich die hinteren Räder jetzt nicht mehr ganz so schnell, geben nicht mehr ganz so viel Kraft, aber dafür kann sich das vordere Rad mehr darauf konzentrieren, über ein Hindernis hinüberzukommen. Aber das führt dazu, dass Curiosity zum Beispiel einen Großteil seiner Mission, seit die Schäden eingetreten sind, rückwärts fährt, weil naja, die Räder auf der anderen Seite, die sind nicht beschädigt und die Schäden traten halt immer nur bei den vorderen beiden Rädern auf. Kommen wir mal zur Energie, die ich jetzt schon mehrfach angesprochen habe. Der große weiße Kasten hinten mit den Flügeln, das ist ein RTG, ein Radioisotopengenerator. Wie gesagt, 110 Watt liefert er. Aber der Rover braucht zwischen 45 und 70 im Standby und 150 Watt, wenn er wach ist. Da braucht man nicht viel Kopfrechnen machen, dass das irgendwie nicht klappen kann. Also läuft alles über die Akkus. Und 500 Watt, wenn er fährt, wenn man denkt, er ist jetzt 180 Meter auf dem Mars völlig autonom durch die Gegend gefahren, da waren die Akkus vorher ziemlich voll und danach ziemlich leer. Außerdem gibt der Reaktor viel Wärme ab, die man nicht wirklich nutzen kann. Aber man nutzt sie, dass, naja, das nicht passiert, was bei Sojourner passiert ist, nämlich, dass er erfriert. Es gibt eine Flüssigkeit, die außen und an den Rändern, an dieser Außenwand, hier in diesem Bereich leicht orange dargestellt, das sind so Leitungen. Da läuft eine Flüssigkeit durch, die wird am Reaktor quasi aufgewärmt und dann in das Chassis reingeleitet und hält den Rover dadurch permanent warm. Er ist nicht darauf angewiesen, in der Sonne zu stehen oder sich irgendwie mehr dem Sonnenlicht auszusetzen, sondern er kann einfach mit dem Reaktor arbeiten, so viel er will und auch mal in irgendeinem Schatten von einem Krater verweilen, das juckt ihn nicht. Sehr hilfreich. Aber wenn man sich, es ist relativ viel durch die Medien, dass man jetzt einen Reaktor mitschickt und das ist voll gefährlich. Gut, beim Start ein bisschen, aber das ist so konstruiert, dass er selbst den Absturz der Atlas V-Rakete auf Cape Canaveral überstehen würde. Also die äußeren Schichten platzen ab bei einem Aufschlag und dann wieder eine Schicht und wieder eine Schicht und es reicht immer noch, dass man die Teile nachher einsammelt und für die nächste Mission weiter benutzen kann. Und das ist nicht neu. Die Apollo-Missionen hatten solche Dinge auch schon dabei. Damals mit dem Snap-RTG, der ist kleiner und liefert auch ein bisschen mehr Energie, hat aber eine ganze Menge bewegliche Teile. Und bewegliche Teile sind etwas, was man gerne maintainen will und ersetzen will. Und dann hat man halt Astronauten daneben, die sich drum kümmern, wenn es denn nötig ist. Man will die ja nicht verstrahlen, aber es wäre die Möglichkeit, da was zu korrigieren. Bei Curiosity ist halt niemand da, der irgendwas reparieren kann. Also hat man sich für einen Reaktor entschieden, der keinerlei bewegliche Teile hat, der einfach so funktioniert, für 15 Jahre mindestens, bis dann liefert er durch die Verstrahlung nicht mehr so viel Energie, wie man brauchen würde, um aktiv ordentlich arbeiten zu können. Aber für 15 Jahre liefert er auf jeden Fall kontinuierlich Energie, mit der man gerne arbeitet. Das ist mal der Arm von Curiosity mit 2,2 Meter und wiegt über 100 Kilo. Das sind von der Tonne, die der ganze Rover wiegt, eine Tonne 85 Kilo, ja schon eine ordentliche Portion an 84 Kilo allein der Kopf. 5 Freiheitsgrade heißt 5 Gelenke, die in unterschiedlichen Winkeln stehen, sodass er so ziemlich alles machen kann, was er damit anstellen möchte. Aber das ist auch etwas, was ich mit meiner Nachbildung nur schwer erzeugen kann, weil da lande ich wieder bei dem Problem von dem vierbeinigen Laufroboter, dass die Motoren einfach zu teuer sind, in diesem kleinen Raum den Arm zu bewegen. Sprich, das erste Gelenk muss ja alle anderen Motoren auch heben können.
Und dann sind wir schnell bei Geld, das zu viel ist für ein Hobbyprojekt. Aber die NASA hat ja da nicht so das Problem. Kommen wir zu Perseverance, der neueste Mars Rover. Und das ist, mein Percy ist ja eigentlich erstmal eine Kopie gewesen von Perseverance. Im Februar gelandet, spektakulär, nicht nur, weil es das zweite Mal ein Skycrane-Manöver durchgeführt wurde und das auch noch perfekt geklappt hat. Nein, er hat auch noch einen Companion dabei, einen Helikopter, dazu kommen wir gleich noch. Jetzt habe ich ein Video von euch, für euch, von der Landung von Perseverance. Das ist ein Novum, das gab es vorher halt so nicht, weil vorher gab es halt bestenfalls Fotos von irgendwas, weil die Datenbandbreite war halt nicht da. Und die NASA spart da lieber, gibt die Energie, also die Zeit für den Datentransfer lieber dafür aus, dass wissenschaftliche Informationen rübergegeben werden und nicht fancy Marketingmaterial. Aber Perseverance hat eine ganze Reihe von etwas besseren Action-Cams, tatsächlich nicht viel anders als eine klassische GoPro, davon eine ganze Reihe verbaut auf dem Rover, auf der Landeeinheit, und davon gibt es halt Video, zum ersten Mal mit einer kleinen Box, auf der Linux läuft und mit FFmpeg kodiert, alles ganz praktisch, aber das gab es halt vorher so nicht, und das können wir uns jetzt mal angucken. The navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration in the velocity. Our current velocity is 130 meters per second at an altitude of about 12 kilometers from the surface of Mars. E-shield set. Perseverance has slowed to subsonic speeds and the E-shield has been separated. This allows both the radar and the cameras to get their first look at the surface. Current velocity is 145 meters per second at an altitude of about 9.5 kilometers above the surface. Net filter converged. Velocity solution 3.3 meters per second. Altitude 7.4 kilometers. Now has radar lock on the ground. Current velocity is about 100 meters per second. 6.6 kilometers above the surface. Perseverance is continuing to descend on the parachute. We are planning on the initialization of terrain relative navigation and subsequently the priming of the landing engines. Our current velocity is about 90 meters per second at an altitude of 4.2 kilometers. Okay, we have confirmation that the landing vision system has produced a valid solution and part of terrain relative navigation. We have priming of the landing engines. Current velocity is 83 meters per second at about 2.6 kilometers from the surface of Mars. We have confirmation that the back shell has separated. We are currently performing the divert maneuver. Current velocity is about 75 meters per second at an altitude of about a kilometer off the surface of Mars. 250 Bravo. We have completed our terrain relative navigation. Current speed is about 30 meters per second, altitude of about 300 meters off the surface of Mars. We have started our constant velocity accordion, which means we are conducting the skycrane, about to conduct the skycrane maneuver. Skycrane maneuver has started, about 20 meters off the surface. Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance safely. Da kann man wirklich nur gratulieren. Man hat jetzt gesehen, das Video ist zwischendrin halt abgebrochen von der Sicht, die von oben kam, weil Perseverance
zur Abtrennung der Seile auch das Kabel durchgeschnitten hat und Perseverance selbst die Videoaufzeichnung macht und die Videoaufzeichnung auch nach Hause transferiert. Die Landeeinheit kann das selbst nicht, also sobald Kabel weg, kein Signal. Und jetzt das kleine Extra, das Sie mitgeschickt haben, nämlich Ingenuity. Ein Helikopter für den Mars. 1,8 Kilo schwer, aber mit über 1,20 also 1,20 Meter Doppelrotoren. Ihr kennt das vielleicht von diesen kleinen Quadcopter, die haben Rotorblätter, die drehen sich recht schnell. Da hat man immer Angst, Finger rein, aua. Hier Finger rein, Finger weg. Das ist der Helikopter mit den am schnellsten rotierenden Rotorblättern ever, jemals, mit Abstand, mit großem Abstand. An der Außenkante wird locker mehrfach die Schallgeschwindigkeit gebrochen. Das ist eines der seltenen Bilder vom Anfang, als der Helikopter abgesetzt wurde und dadurch eine der letzten Nahaufnahmen. Auch hier wieder, die NASA hat Angst, dass ihnen was kaputt geht oder im Zweifel ein Helikopter auf den Kopf fällt. Also darf Ingenuity nur da fliegen, wo Perseverance möglichst weit weg ist. Also es gibt nicht dieses Tandem, wir fahren jetzt gemeinsam durch die Gegend, ich sammle dich wieder ein und dann fahren wir wieder ein Stück, dann schmeiße ich wieder ab. Nein, wenn der Helikopter funktioniert, funktioniert er. Wenn er nicht mehr funktioniert, was ja eigentlich auch nur eine Tech-Demo ist für die ersten paar Tage, und der hat jetzt schon über 100 Tage seinen Dienst verrichtet, mal mehr, mal besser, mal schlechter, aber er funktioniert immer noch. Eigentlich eine gute Voraussicht für andere fliegende Objekte, die demnächst mal auf dem Mars umkreuchen und fliegen und schweben. Ja. Innen drin ist eigentlich nur die Flugelektronik, nur, und eine Kamera. Und die zeigt im Wesentlichen nach unten. In den Videos, die man sonst so sieht, sieht man immer das linke vordere Bein. Mehr geht nicht, aber das ist schon eine gute Hilfe, um zu erkennen, ob eine Region für Perseverance interessant ist. Wenn der Helikopter dann weg ist, kann der Rover vorbeigehen, Steine anknubbeln und Laser auf sie schießen und Analysen betreiben, wie die NASA das halt so gerne tut. Ja, das sind so die fünf großen Mars-Missionen hier nochmal zusammengefasst, nur Perseverance ist leider hier noch nicht mit dabei. Also wir haben Sojourner, Spirit, Opportunity, Curiosity und Perseverance. Schöne Fünfergruppe, ein schönes High Five, yay! Ja, wer? Wäre ein schönes High Five gewesen, während ich euch diesen Vortrag hier vorbereitet habe, haben die Chinesen noch einen Rover hingeschmissen. Nein, ne? Und der funktioniert sogar. Und der weiß, wie Marketing geht. Links, entschuldigt, ich kann sie nicht aussprechen, ich habe hier nur die, ihr lest es selber. Links der Name für den Rover, rechts der Name für die Landeeinheit. Er hat ungefähr auch die Größe und die voraussichtlich das Gewicht. Chinesen geben nicht so viele Infos raus, ein bisschen schade, aber es ist ungefähr so die Größenordnung von Spirit und Opportunity von der Art und Weise, nur dass sie nicht dieses Bouncing-Landeverfahren benutzt haben mit den Luftballons, sondern auf Raketen gelandet sind. Aber was sie gemacht haben, ist von ihrer Landebahn, von der Landeeinheit runterfahren, rechts sieht man die Strebe noch, da fährt er runter, ist erstmal ein paar Meter vorgefahren, hat eine Kamera gedroppt, zurückgefahren und erstmal ein Selfie gemacht. Ist cool. Dass sie jetzt noch die Flagge da ausgerollt haben, naja gut, sein gegönnt. Aber nochmal zu dem Landeverfahren. Ne? Er steht hier auf Beinen, er hat ja keine Luftballons. Und das ist dasselbe Verfahren, was die Viking-Lander damals schon benutzt haben in den 70ern. Und wahrscheinlich das Verfahren, weswegen wir viele Mars-Missionen auch verloren haben, weil Landungen auf Raketen in der Zeit einfach eigentlich zu viel des Guten war. Die Elektronik war nicht so weit, die automatischen Systeme waren noch nicht so weit. Wenn das Ding
aus welchem Grund auch immer nur einen Ticken zu weit nach links kippt, dann war es halt vorbei. Da war keine große Möglichkeit, irgendwas dagegen zu tun. Die Elektronik konnte nicht schnell genug nachregeln. Wenn das Ding kippt, dann schlägt das seitlich auf und dann gucken die Antennen sonst wohin und dann war es die Mission. Quellen. Bin ich schon fast am Ende, aber das ist eigentlich auch gut so. Die beste Quelle, definitiv. Das beste Ding, was ich gefunden habe, und ich habe es leider viel zu spät gefunden, ist dieses Buch hier. Design and Engineering of Curiosity von Emily Lakdawalla. Direkt die erste Seite war halt schon mal super sympathisch, als sie ihrem Prof erklären musste, was sie die ganze Nacht getrieben hat. Ja, ich habe auf Fotos gewartet, die ein Rover vom Mars schickt, der mit einem Kran gelandet ist. What the fuck? Und auch hier noch von dem Beistelltext, die letzte Zeile. Wenn du wissen willst, was dieses komische Ding ist, das da an der Seite rausguckt, dann ist dieses Buch genau das Richtige für dich. Denn in dem Buch habe ich so ziemlich für alles eine Erklärung gefunden. Da habe ich das mit den 6 Lagerichtungsgewichten rausgekriegt und noch einen Haufen anderen Scheiß, der diesen Vortrag hier locker sprengen würde. Ist auf jeden Fall auch sehr angenehm zu lesen. Also für ein Fachbuch, ich habe es gelesen wie ein Roman, also das spricht für sich. Genau. Also das ist schon mal sehr zu empfehlen. Ansonsten NASA-Seiten und damit schließe ich jetzt auch schon meinen Vortrag hier. Die Zeit ist auch schon fast rum. Und wünsche euch, dass ihr jetzt vom letzten Tag einerseits mal super zahlreich hier aufgeschlagen seid bei mir. Und wünsche euch noch eine tolle restliche Convention und dass ihr gute Teile nach Hause kommt.